Wow, was? Ich dachte gerade, hä? Wieso wird die Musik auf einmal schon schneller? Aber das lag wohl an ihmchen hier. Ich dachte, das war jetzt wegen dem Hacken. Ich habe mich jetzt vollkommen auf das Hacken konzentriert. Okay. So. Ist ein bisschen kompliziert jetzt. Alter Schwede. Muss hier echt gleichzeitig arbeiten. Da muss hier echt multitaskingfähig sein, wa? Okay, die Ausgrabungsstätte öffnen. Spielfortschritt wird gespeichert. Kernbohrungsplattform. Was für ein Kern denn? Planetenkern oder wie? Ach guck mal, fällt mir jetzt gerade mal auf. Wir haben sogar so Schneeschuhe an, so Spike-mäßig, ne? Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Und wieder ein neues Teil und eine Workbench. Ah, die scheint kaputt zu sein. Schade. Oder müssen wir... Ah, wir müssen die hier bepowern mit Strom. Was habe ich gemacht? Kernbohrungsplattform online. Achtung an alle. Behinderung registriert. Bitte beseitigen, um mit der Bohrung fortzufahren. Die Sucherbots lassen wir jetzt erstmal zurückkommen. Zack. Und schicken direkt auch beide los. Und dann gucken wir mal nach dieser Kernbohrung da. So, Sucherbots. Verschwindet im Schnee und sucht. Isaac, wir sind jetzt am Lappen. Was ist das für ein Geräusch? Ah, ein Riesenbohrer steht mir im Weg. Vielleicht kann ich die Sicherheitstore runterlassen. Auf das ist nur einen Weg, das rauszufinden. Mal lieber hier zur Seite. Na komm schon. Ah, da setzt sich in Bewegung. Bleib erstmal jetzt hier am Rand stehen und schieße erstmal die Viecher weg, Hilfe! Lass den Bora Bora sein! Oh, lass mich doch mal hier! In Frieden, zu Frieden, wie auch immer. Ach, jetzt geht doch mal weg hier. Euch brauche ich. Wir brauchen euch nicht, wir brauchen euch nicht. Geht weg. Boah, der Bohrer kommt hier schon wieder. Oh, geh weg, Bohrer. Bohrer, Bohrer, geh weg, 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 geh weg. Hilfe! Ist das die Sicherung, die er meint? Ich hoffe doch mal. Wie geht's los? Fehlfunktion registriert. Bohrkern bei 75% Kapazität. Betrieb wird fortgesetzt in 5, 4,
3, 2, 1. Bitte das Deck vollständig räumen. Hilfe! Wie kann ich den ausschalten? Ihr seid doch verrückt. Ihr seid doch verrückt, bitte was, ey. Und jetzt muss ich mich auch noch hier um die Viecher kümmern. Da kommt er wieder. Alter, das ist ja fast wie ein Endboss hier. Da kommt er ja. Noch viermal, zweimal. Betrieb wird fortgesetzt in 5, 4, 3, 2, 1. Bitte das Deck vollständig räumen. Oberverlassen. Oh nein, jetzt kommen die ganzen schnellen kleinen Viecher hier noch dazu. Erfolg, Zeitlupe, ja, ja, wie auch immer. Lasst mich durch. Wow. Wir wurden erwischt. Scheiße. Alter, das kannst du nicht handeln. Das kannst du schon handeln, aber das wird übel. Altmetall. Schwere Fehlfunktion registriert. Alle Systeme werden abgeschaltet. Glück gehabt. Und die Viecher sind auch weg. Okay, Ellie. Wir gehen jetzt zum Lager. Ist alles okay? Aber klar. Abgesehen davon, dass dieser Planet mich permanent killen will und dein Lover mich hasst, war das bisher ein traumhafter Urlaub. Robert ist normalerweise nicht so. Keine Ahnung, warum. Wir machen das unter uns aus. Früher oder später gewinnt einer von uns. Hast du das Experiment gefunden? Ja. Und? Sieh es dir selbst an. Oh, gut. Ach, ich wollte eigentlich... egal. Die Stase wollte ich nicht benutzen, aber das ist... nicht so egal, tragisch, das ist eigentlich egal. Wo kommen wir jetzt hier? Da. Da kommen wir rein. Dann nehmen wir mal den Lastenaufzug. Also der Bohrer, das war jetzt echt extrem schwierig zu handeln, sage ich mal. Aber das kriegen wir hin, oder haben wir hingekriegt, sagen wir mal besser. Und wir werden auch gleich eine Aufnahmepause machen. Oh Gott. Wir müssen auch gleich die Aufnahmepause machen, weil ich jetzt gleich leider weg muss. Aber beim nächsten Mal werden wir dann weiter aufnehmen und vielleicht das Spiel dann auch schon durchhaben oder durchspielen. Wir sind jetzt, glaube ich, im 11. Kapitel, wenn ich das recht gesehen habe. Oder im 12. Irgendwie so. Um den Dreh müsste es sein. Heilige Scheiße. Isaac, da sind sie ja. Wir sind oben auf der Observationsebene. Was zum Henker ist das? Schlechte Nachricht. Das ist es. Wunderschön, oder? Die Wissenschaftler nannten es Nexus. Sie glaubten, dass die größeren Exemplare als Leiter des Kontrollsignals der Maschine fungierten und dieses Signal an die kleineren Exemplare sendeten. Und wie bringt uns das weiter? Ich glaube, dass sie die Maschine gefunden haben, indem sie den Signal upstream durch Nervennetze im Inneren der Kreatur nachverfolgt haben. Moment mal. Wir sollen in das Ding reingehen? Ja! Ist es nicht eine wunderbare Chance? Wunderbare Chance. Das Scheißvieh ist tiefgefroren. Wie sollen wir da reinkommen? Wissenschaftler haben Wärmetauscher verwendet. Ich versuche mal, sie zu aktivieren. Nein, das bringt nichts. Wahrscheinlich gibt's auf dem Dach einen Ofen. Wenn ich ihn finde, bringe ich ihn auch zum Laufen. Isaac, sei vorsichtig da oben, ja? Na, tun Sie sich bloß nicht weh. So ein Arschloch. Fortschritt gespeichert.
Oh je, wir sollen jetzt also da reinkrabbeln, reinkriechen, wie auch immer. Das hört sich so ekelhaft an. Persönliches Log, Dr. Earl Serrano. Das Nexus-Experiment ist, ja, einfach unglaublich. Wir fanden zwei fast unberührte Exemplare und die Crews arbeiten rund um die Uhr, um sie freizulegen. Wir lernen so viel über die Kommunikation dieser Necromorphs. Die gesamte Spezies scheint durch ein telepathisches Signal in Kontakt gestanden zu haben. Vom niedrigsten Fußsoldaten bis zur mächtigsten Kreatur. Aber woher kommt das Signal? Dieser Frage werde ich nachgehen. Okay, dann gebe ich dieser Frage mal nach und wir gehen der Frage nach, was wir jetzt machen müssen. Neuer Anzug in der Anzugstation verfügbar. Gucken wir uns doch mal an. Haben wir denn da Schönes? Archäologenanzug. Ziehen wir doch mal an. Sieht schon mal schön aus. Wie ich finde, ein recht schöner Anzug. Archäologenanzug. Dann wollen wir doch mal... Ja, lange kann ich jetzt nicht mehr machen, wie gesagt. Viertelstunde noch ungefähr. Also eine Aufnahme, eine Folge mache ich jetzt noch. Ungefähr, grob. Grob gesagt. Und dann muss ich leider erstmal losdackeln. Aber mal schauen, was wir bis dahin oder was wir dahin noch finden. Da kommen wir jetzt nicht durch. Wieso das denn? Ach so, da müssen wir lang. Archäologenanzug, aha. Sieht irgendwie stylisch aus. Oh, da oben noch mit so einer Brille. Kann man da ranzoomen? Der Helm, der sieht echt geil aus. Muss ich schon sagen. So, welche Seite kommen wir denn raus? Rechts, links, links, rechts. Ich denke mal hier. Ich sehe natürlich auch nichts. Naja. Ich denke aber, jawohl, hier geht's raus. Und ich vermute, da kommt jetzt gleich wieder was Böses auf uns zu. Ah, nichts Tragisches. Okay, da kam leider nichts mehr raus aus deren Körpern. Und hier? Ja, da kam noch was raus. Sehr gut. Dann gehen wir mal hier direkt wieder die Leiter runter. Ein bisschen Somatgel. Ja, das Crafting-System ist hier irgendwie, finde ich, sehr überbewertet. Das braucht man nicht wirklich. Minus ein Clip. Hier muss eine Batterie rein, liebe Freunde. Wie kommen wir denn an die Batterie ran? Und vor allem, wo ist die Batterie? Müssen wir wahrscheinlich doch nochmal hoch. Das kann gut sein. Ich sehe nämlich hier sonst nirgendwo eine Batterie rumliegen. Und auch nichts, was man einfach mal so wegnehmen kann oder wo man einfach mal was reinstecken kann. Auf jeden Fall müssen wir da durch, das ist Fakt. Das heißt, hier oben muss auch irgendwo noch eine Batterie liegen. Oder da unten. Ich denke eher, da unten müssen wir lang. Ich glaube, hier oben war halt nur dieser Bonus. Durch diesen Clip, den wir da gerade gefunden haben. Oh, wir müssen doch da hoch. Tatsache. Aber hier muss doch irgendwo... Ach so. Ah, okay.
In dem Fall geht's gar nicht um die Tür. Was haben wir hier? Ah, da haben wir die Batterie. Ah ja. Ah ja, ah ja. Ich wusste, dass da bestimmt jetzt noch was kommen wird. Geht ja schon gar nicht anders. Alter. Stirb einfach. Stirb einfach, du dreckiges Drecks- und Mistviech. So. Da ist ja noch was auf dem Boden. Gar nicht gesehen, das Viech. Ah, da kommt noch was. Da kommt noch was. Aua, der ist schnell. Oh, der ist auch schnell. Dann haben wir einen nach dem anderen jetzt hier weg. Gut. Ah, da. Oha. Sind jetzt alle endlich weg? Ich denke mal. Ich hoffe einfach mal. So genau kann ich es leider nicht sagen. So, dann mal die Batterie da rein. Die haben wir hier. Okay, der Ofen ist an. Wie sieht's von dort aus? Ja, ja. Ich habe mir schon mal was Ähnliches schon gedacht. Wurde jetzt gerade von dem Ofen gehauen? Cool. Okay. Das Viech wird jetzt aufgetaut und da kommt wieder was. Da kommt wieder ganz viel. Dreigeteiltes Mistviech. Achso, da schießt noch ein Viech. Jetzt nicht mehr, jetzt sind alle weg. Alle tot, wir können wieder runter. Einmal kurz im Medipack. Isaac, ist alles in Ordnung? Sehr gut. Hey, danke, dass du dich nicht von Robert provozieren lässt. Er ist im Moment nicht der selbst. Norton meint nur, ich bedeute Ärger in vielerlei Hinsicht. Aber ihr braucht mich für die Mission und darum bin ich hier. Und, naja, ehrlich gesagt hatte ich gehofft... Ellie? Ist das Isaac? Wie schön. Plaudert ihr nett, ja? Er sagt, dass er die Ofenanlage in Gang gebracht hat. Er ist jetzt auf dem Rückweg. Isaac, wir sehen uns bald. Fortschritt wird gespeichert. Oh, jetzt fängt es auch gerade hier an, mich sehr zu interessieren, wie das jetzt hier weiter funktioniert mit dieser Ofenanlage. Beziehungsweise, was wir da jetzt noch machen können. Oh, da ist, hier ist noch eine Platine. Clip plus 2, minus eine Feuerrate. Ja, gut. Ja, wie gesagt, das Crafting-System in Dead Space 3, das geht leider ein wenig unter, aber ich meine... Ist jetzt auch nicht so schlimm, man kommt auch ohne Crafting hier durch. Aber es ist sehr interessant. Isaac, die Wärmetauscher sind jetzt hochgefahren. Trotzdem taut das Ding nicht auf. Stimmt was mit dem Mechanismus nicht? Ich glaube, er ist festgefroren. Vielleicht bekomme ich ihn frei, wenn ich den Druck in den Rohren anpasse. Augenblick. Geht das so? Gucken wir mal. Ich glaube so.
In der richtigen Reihenfolge, oder wie? Also müssen wir als erstes 3 aktivieren, dann 1. Dann 2. Ah, guck mal, er zeigt uns das auch an. Und dann 4. 50% Kapazität. Das heißt, jetzt müssen wir auf der anderen Seite nochmal nachschauen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass auf der zweiten Seite auch noch was ist. Oder auch nicht. Da kehrt gerade der Sucherbot zurück. An der Werkbank. Ja, wir schauen einfach mal. Jetzt geht er wieder runter auf 10%. Was ist das denn? Verstehe ich jetzt nicht. Jetzt will er die 4. Will er die 3. Okay. Nach der 3 will er jetzt wieder die 1. Jetzt will er wieder die 3. Achso, das geht ein bisschen länger als nur einmal. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt will er wieder die 3. Den richtigen Druck hier herhalten. Jetzt will er wieder die 1. Jetzt will er die 2. Und jetzt haben wir die 100% erreicht. Was passiert jetzt? Ach so, wir müssen jetzt die Flammen entzünden hier. Hey, ich glaube, das hat geklappt. Ja, die Innentemperatur steigt. Und ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Wie wären? Kommen Sie zum Observationsraum. Ich erkläre alles weitere unterwegs. Die Necromorphs sind eine Art Medium der Markersignale. Und naja, die Wissenschaftler haben einen Sensor gebaut, um über den Signal-Upstream die Maschine zu finden. Und wo ist der Sensor? Möglicherweise zerstört, aber ich habe die Pläne gefunden, um einen neuen zu bauen. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Okay, Fortschritt wird gespeichert und an dieser Stelle werde ich jetzt dann auch den Cut machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession einfach wieder, wenn wir dann hier das Ding auftauen und da reinklettern. Ich bin ja mal gespannt, was das wird. Wir sehen uns also. Bis dann. Ciao, euer Paluso LP.